Captain Phasma, entladen. Wahnsinn. Wahnsinn, was die alles mitnehmen kann, oder? Ich fahre mal weiter Metall. Ja, gell? Mittlerweile kann man sich echt die Base anschauen, ne? Vor allem, wenn du die alten Star Wars-Filme guckst, das ist halt genau die Todesstern-Mauer. Finde ich mega geil. Oh ne, ich bin vom Para zu weit weg. Mist. Ach, wäre es wieder schief gekommen. Oh, was ist denn? Warum geht das Tor jetzt nicht auf? Holen wir noch da unten das Metall und dann müsst ihr metallmäßig erstmal reichen und dann muss ich halt echt los das Zeug für Chitin hole. Deswegen nehme ich hier da auch Stein mit, also dann aus der Knochenteile und Schuppe TP herstellen können. Ich denke, das reicht erstmal schon, kann er uns selbst nicht mehr hochtragen. Das ist jetzt schon eine ordentliche Menge. Ne? Ein normaler Para ohne deine spezielle Sattel kann gar nicht so viel tragen. So, ich hoffe, ich sehe Captain Phasma gleich wieder. Weil die Masse, die ich sie mitnehmen kann, ist ja als sehr, sehr beeindruckend. Das sieht einfach kacke aus, da. Wenn die Kreaturen größer werden, passen sie nicht durch das Tor durch. Müssen wir echt ausbauen. Gefällt mir nicht. Vor allem diese Löcher hier unten. Die werden zum Beispiel in der Drittelhälfte interessanter zum Rausschießen, oder? Ah, das muss schöner gemacht werden hier. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Ich packe einfach deine Para hier. Die werden dann schon merken, ha, da ist ja wieder der Schlepper-Para. Die werden bestimmt schon hingucken. Dann mache ich mich schon mal los und guck hin, wie es aussieht mit der Langzähne. Vielleicht hebt man das Schattensturmtruppler einer mit. Schattensturmtruppler, kann man einen der Langzähne jetzt mitnehmen? Man könnte dies dort hinten benutzen. So, dann gehen wir mal. Oh, das war verkehrt rum. Da komme ich nicht raus. Restliches Material.
Dann gehe ich mal gucken, wo ich Chitin herkrieg. Eine Höhle hier in der Umgebung mit Gefiesch drin. Fällt mir jetzt nicht wirklich in. Da schlaft Dino. Ja. Schlaft Dino. Interessant. Untersuche. Klaue wetzt. Dann können wir überwältigen, oder? Das scheint der Fleischfresser zu sein. Er hat. Wow! Durch was ist denn der jetzt wach, wo? Okay, der ist aggressiv. Suboptimal. Er verliert kein Aggro. Ja, oh, diese Beißfische, ehrlich. Ein sehr großer Zeitgenosse läuft da vorne rum. Den haben wir auch noch nicht näher untersucht. Weil er halt einfach zu mächtig aussieht. Groß. Ich schlaf außer rum. Mir zu heiß. Oh, außer rum, dann sind wir safe. Interessant. Wir müssen mal ein bisschen weiter rauskommen, wenn ich mir das so angucke. Aber nicht. Mit der Schuppe gestaltet sich schwierig. Oh, ich sehe gerade, ich habe keine Sendefrequenz. Ich stelle, also an der Basis was ist, dass ich sofort Berufsfähre kann. Ich habe Captain Phasma eingestellt. Mitkrieg, wenn was ist. Wir rufen. Ich denke, wir werden da ein bisschen auf Gewicht drücken und mehr schleppen können, wenn wir ja schon unterwegs sind, für Zeug zu holen. Hoppla. Oh, das sind aber viele von euch. Gestaltet haben, vielleicht wäre es Ihnen möglich, einige der Wände hier unten durch Halbwände zu ersetzen.
damit wir noch nach draußen gucken können, ohne oben auf der Mauer zu stehen. Natürlich, ich kann gerne nochmal gucken wie jetzt. Schafzahn, direkt vor der Nase runtergefallen. Boah, ohne Springerrudel, klasse. Wahnsinn, oder? Wie hässlich Raptore geworden sind. Alter. Nee, also Fair Knoche und Schuppe und müssen zwei Sturmtruppen los. Alle, kann ich doch nichts machen. Ich gehe zurück. Das ist mal zu heiß. Captain Phasma? Jawohl, mein Lord. Machen Sie zwei Sturmtruppler klar, die Schuppen und Knochen organisieren sollen für ihre Paste. So viele Sturmtruppler sind gar nicht wach. Es sind der Architekt und der Koch da. Der Koch kümmert sich um die Aufzucht der Jungtiere. Der Saboteur hilft dem Architekten beim Bau der Mauer. Außer ihnen und dem Schüler ist sonst niemand da, denn ich bereite die Paste zu. Ihr seht, wir brauchen noch mehr Sturmtruppler. Na, wer hat Bock von euch? Ausrufezeichen, Server, RP in der Chat. Alles organisiere, was wir brauchen zum Joinen und dann hier mitmachen. Jede Dienstag und Samstag um 20 Uhr du mal bis 11 streamen. Auch nur dann ist der Server da. Dann kann er hier live mitzocken. Captain Phasma, das ist sehr schlecht. Ich weiß, mein Dad. Die Mission alleine zu bewältigen war nicht möglich. Weil der gerade Fisch gebackt hat, habe ich das gerade genutzt.
Ja, das könnte ich auch sehen. Wir werden den Droiden noch einmal dorthin bringen, damit wir dies aufzeichnen können. Mal benötigt. Wir bauen hier vorne schon aus. Ist hinten schon alles fertig? Der Saboteur und der Architekt bauen hinten aus. Ich habe mich mit dem Ersetzen hier bereit erklärt. Weitermachen. Oh. Wenn man wohl außer Renderreichweite läuft, sind die sowohl nackt. Ausgezeichnet, genau die meine ich. Ein bisschen Futter braucht die Katze auch. Oh, ein moderner Grill wurde erschaffen. Wir haben übrigens ein Level-Upgrade, das nutzen wir doch mal direkt, ne? Gesundheit ist nie verkehrt. Auto habe ich natürlich ordentlich besorgt. Gang mit der Katze, aber der Rest, naja. Oh, der ganze Turm wurde entfernt. Yes, das war so Mauer. Beachten die nackige Leute nicht. Ihr müssen eigentlich die Sturmtruppler Richtung drauf denken. Da haben wir noch Schwierigkeiten. Das bestens um. Oh, jetzt leckt's wieder Wahnsinn. Ich weiß nicht, was das ist und wie ich das beheben kann. Oh, Moment. Captain Phasma hat wohl Danny noch nicht bemerkt. Er ist ja noch belahrt. Obwohl sie da rumhupst. Dann muss ich nochmal gucken. Man geht wohl doch nicht einfach abstellen und machen. Captain Phasma, mein Breitmaul vor der Basis entladen. Ich bin sofort auf dem Weg, mein Lord. Jetzt haben sie das Tor wieder rausgemacht. Hans Ersch rot gemacht. Muss sehen, wie oft ich das in dem RP-Let's Play noch färben muss. Ist ausgeladen, mein Lord. Thank you.
an Axevis Gewicht runtergegangen ist. Weil in mir war es schwerer und im Tier. Weil Sattel ist es dann weniger. Gewässt ist runtergegangen. Ich setze mich jetzt drauf. Sina, wie hoch das Gewicht ist? Achtung. Das Gewicht geht runter. Weil es das Tier mit dem Sattel halt. Und das ist der Vorteil vom Sattel. Also die Mod hat nicht nur im RP ihr Nutzen, die kann auch im PvP den Nutzen finden. Was getriggert? Da. Kann ich doch noch Chitin farmen hier? Na du? Die Frage, mit welcher Funktion hole ich mir Chitin raus? War fast gleich. Immer Fiberfarm damit? Nö. Ich habe es die ganze Zeit nicht gebraucht. Sie können es gerne nehmen. So. Captain Phasma, mir strebt ein größerer Eingang vor. Das einfache Ersetzen? Nein. Wie meinen Sie, mein Lord? Einen größeren Eingang. Der Architekt soll sich darum kümmern. Die ersetzen ja einfach nur. Ich wollte einen kompletten Umbau. Mein Breitmaul ist wieder gut beladen. Neue Sturmtruppler. Bei mir im Hintergrund ist gerade die Klingel losgegangen von der Tür. Ich muss da mal ganz schnell hin. Da lege ich mich einfach auf in mein Zimmer. Herr Architekt? Captain Phasma? Jawohl, mein Lord. Ich bin in meinem Zimmer meditieren. Ich melde mich zurück, wenn die Meditation beendet ist. Jawohl, mein Lord. Ich stelle mich da hin, kann ein bisschen zugucken, wie sie werkeln und machen. Ich gehe nur ganz schnell an die Tür. Ich habe zwar an der anderen Mauer angefangen, die Strukturen zu ersetzen von Stein auf Metall, aber der Lord ist damit nicht einverstanden. Er hätte gerne einen kompletten Umbau der Mauer. Vorne am Haupteingang? Oder hier? Jawohl, wenn Sie hiermit fertig sind. Vorne, ja? Ja, er hätte gerne einen größeren Eingang. Verstehe. Ist das hier soweit in Ihren Vorstellungen entsprechend? Ich finde die Schleuse sehr ansprechend. Aber vielleicht sollte man auf dieser Seite, wo wir jetzt stehen, doch durchgängige Wände haben.
damit er nicht unbeteiligte Sturmtruppe, die ihrer Arbeit nachgehen, verletzt werden. Weil hinten haben wir ja die separate Kammer, dort kann niemanden etwas... Hier kann niemand Unbeteiligten etwas passieren. Da wo sie sind, da wäre das doch durchaus möglich. Das nenne ich mal gepflegte Nachbarschaft. Wenn man Sache auslernt, kriegt man Saar wieder zurück. Das ist doch schön. So. Ich bin wieder da. War ja gleich erledigt. Die hat mir nur mal was gebrungen, was so sich bei uns gelernt hat. Hat so uns jetzt ein Eis wieder gebrungen. Ja. Ich finde das toll, wenn das so funktioniert im Haus. So. Captain Phasma, meine Meditation ist beendet. Jawohl, mein Lord. Sie sollten sich die erste Mauer angucken, an der der Sturmtruppler und der Saboteur die ganze Zeit arbeiten. Sie sind kurz vor der Fertigstellung. Falls sie noch etwas geändert haben wollen. Das war die hintere, oder? Jawohl, mein Lord. Die Sicht wird durch die Metallstangen eingeschränkt. Ich werde diese noch taktischer positionieren, mein Lord. Auch von hier. Eingeschränkt. Das, denselben Effekt hatten wir innen mit den Toren und unserem Turm. Vielleicht, wenn man einfach nur das Ganze eine Etage nach oben legt, sodass man hier eine Zwischenetage zieht, damit man einfach von einer erhöhten Position runterschießen kann. Das wäre natürlich auch denkbar, mein Captain. Dann könnten sie hier schon den Aufgang machen, hier außen. Saboteur, funktioniert das? Dann müsste das funktionieren. Entweder eine Wand, in die, also eine, einen Kopf nach oben oder zwei, je nachdem wie hoch es sein muss, damit man über die Metall schießen kann. Funktioniert das hier mit der Ballista? Die Ballista ist nicht so abschreckend. Der Gegner wird merken, dass er man nicht damit feuern kann. Die funktionierenden Ballisten kommen oben drauf. Unterschätzen Sie diese Rebellen nicht. Mein Lord, Sie meinen Rebellenpack. Wird auch eine Möglichkeit eingebaut, ganz oben drauf zu kommen? Selbstredend, mein Lord. Und das Tor? Wird das auch mit Metall verstärkt? Im Moment haben wir jetzt nur die Steintore, mein Lord. Aber wir könnten auch dieselbe Konstruktion mit Metall versuchen. Denkbar wäre es. Rein theoretisch und physikalisch wäre es machbar. Schauen Sie sich mal die vordere Mauer an. Wir werden die Tore hier noch verstärken und bessere Übersicht verschaffen und dann werde ich mich vorne der Mauer annehmen. Mein Die Luft ist sehr dünn hier oben. Schauen Sie, kommen Sie mit, das müssen Sie sehen. Weil sie sagen, sie müssen das erstmal üben mit der Metalltür. Wie ich meinte, im Prinzip genau dasselbe wie wir sie haben, bloß als Metallversion. Captain Phasma hat diese Metallträger einfach miteinander verschweißt, um den Rahmen dafür zu bauen, für die Halterung der Klappen. Das hier ist definitiv stabiler und solider, mein Lord. Die Dicke des Metalls wird es machen. Gut, Sie verstehen mich. Die Wand gefällt Ihnen soweit? Oder Nein, das muss wesentlich verbessert werden. Mir strebt ein größerer Eingang vor. Captain Phasma hat sich jetzt mit diesem kleinen Tor versucht, aber mir strebt ein größeres Tor vor. Wir haben diese großen Kreaturen gesehen.
Wenn es mir gelingt, geschwächt durch diese riesigen Türme, eine größere Kreatur zu bezwingen, muss sie durch so ein Tor passen. Haben durchaus recht. Die Wesen, die hier auf dem Planeten sind, sind etwas größer als das. We'll be right back.